weiter geht's mit GTA, so einem kleinen Weihnachtsspecial. Weihnachtspecial. Mhm. So. Alles weiß, sehr gut. Wir sind wieder so wahrscheinlich getrennt. Das ist ein Server, okay. Das ist egal. Na, du hast, wenn jetzt noch mal so ein, zwei Missionchen hast oder so, dann machen wir das noch. Dann machen wir danach Feierabend. Also so zwei. Die war okay jetzt, ja, das war, aber doch, die war gut. Die hat Spaß gemacht, ja. So, Einladung ist raus. Ja, ja, schon angenommen, ich join grad. Radikalkur Simien. Autos zerstören, das können wir doch, oder? Ah ja. Na gut, haust ein paar Granaten rein, ein Granatwerfer rein und Judas. Müsste eigentlich nur ein Problem funktionieren. Sah zumindest auf dem Vorschaubild so ein kleiner Parkplatz aus. Oh, ja. So. Begib dich zum rivalisierenden Auto aus. Ah, man war das doch. Das sind auch nur 1,3 Kilometer. Ja, guck mal, eine kleine Mühle, die an meiner geht ja ein bisschen mehr, weil der einfach komplett voll aufgetunt ist. Da ist halt alles drin. So. Alter, wo du jetzt stehst, ich... Gut. So, das war's schon. Wir haben die Autos schon alle erwischt. Ja, mit dem hier. Das nächste Auto aus. Ich glaube, dass das nicht nur ein Autohaus sein wird. Also klar, es ist jetzt das zweite. Oh Gott, da passt denn der Mühle gerade so durch. Achso, wollte Gott sagen. Ich dachte, jetzt, wir müssen jetzt bei Simon das Auto auch noch alles zerstören. Aber es ist nur dieses eine Ding gewesen, tatsächlich. Okay. Interesting, interesting. Well done. Die Weihnachtsmänner. Ja, 5000 immerhin, ne? Warum nicht? Mal mit. Für die schnelle Mission jetzt, für ein bisschen Autos kaputt machen. Ich hatte ein paar Gegner mehr erwartet an der Stelle. So, dann noch ein, zwei Dinger, dann machen wir dann. Also ein, zwei Missionchen in der Richtung, machen wir Feierabend. Mhm.
Dann feiern wir in den Abend. Was ist das Wort jetzt? Was haben wir denn noch Schönes? Nur zu so Dings, ne? Machen wir mal gehen wir unten auf aktualisieren. Pop. Mal gucken, ob der nochmal was anderes hat. Ist das also Flugmission im Kampf, Bier und Rundfunk? Ja, auch nur so Mist, da müssen wir nochmal einen freien Modus-Zeug. Weil das ist nichts, alles nur so Fallschirmsprung, Rennen, Fahrradrennen. Ich mag ja die Fallschirmsprünge, die sind gut. Meinst du, das ist nicht so? Aber der Simil hat ja bestimmt hier so eine Mist. Ah, okay. Ich warte jetzt einfach auf deine Einladung, ob du noch was Schönes hast. So, dann gucken wir mal, was wir noch finden. Kannst du fliegen hier, ne? Auf die Fresse, ja. also gehen würde es schon wahrscheinlich. Kommt davon wohin und was. Was hast du denn? Mach einfach, alles gut. Nee, ich habe jetzt was anderes gefunden schon, alles gut. Okay. Da war was mit Jets und andere abschießen und so. Ich glaube nicht, dass es was für dich. Ach, das würde schon was gehen, ja. So. So. Stehl den Tanklaster. Wo bist du? Jo. Achso. Ich kann noch bei dir einsteigen. Das kann man machen. Du hättest damit anfangen können, wir hätten mit zwei Autos stehen. Ja, warte, ich komm. Das ist ein Viertürer, also gehen würdest. So, jetzt. Ja, nur wegen Schießen dann, weil wir müssen den ja klauen. Ach, du wolltest den Tanklaster kaputt schießen. Okay, krieg ich hin. Hilfe. Oh, GTA-Krankheit. Tut mir leid. Das Wetter macht sich unbedingt einfacher mit dem Auto. Ich stehe voll auf der Bremse, ne? Mhm. Und der hat es einfach komplett ohne Griff weggedreht. Ups, Entschuldigung.
Erste Regel in GTA, jeden Motorfahrer, den du unterwegs triffst, erstmal wegrasieren. Der fährt hier unten, ne? Ich weiß, ich muss aber erstmal hier runterkommen. Das ist das Problem. Ich weiß, dass der auf der Autobahn fährt. Nur, das macht sich gerade einfach auch nicht. Die Laterne habe ich zu spät gesehen. Jetzt fährt er oben. Ist das ernsthaft? Ja. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, warte mal, den kriege ich noch. Der fährt hier parallel, das weiß ich. Ich fahre jetzt hier die Ecke raus und dann stellen wir uns davor. Der müsste jetzt hier die Straße lang kommen. Ne, da oben ist er. Keine Sorge, wir haben ja Zeit. Da ist er doch schon. Warte mal, der fährt am Flughafen, ne? So, ich setze mich weiter vor. Kriegst du den weggeschossen? Sorry. Der fehlt. Ich weiß, wo der landet am Ende. Ei, verpiss dich doch mit dem scheiß KI-Auto. Der steht nämlich in dieser Lagerhalle, die gleich hier unten links kommt. Und dann kannst du dich da eigentlich noch verstecken. So, geht jetzt? Ich habe, glaube ich, einen Beifahrer schon mal erwischt, ja. Ein Fahrer wäre mir lieber. Der steht nämlich jetzt hier gleich an der Lagerhalle. Der fährt jetzt links ran. Scheiße. Pass auf, der neben uns lebt noch. Die Moped-Fahrer auch aus dem Seele. Oh, du hast. Was machst du da? Du hast, glaube ich, den Tanklaster abgehängt, oder? Nö. Okay, das sieht bei mir nämlich so aus, als würde der Tankzug schweben hier in der Gegend. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Ja, du hast halt noch ein Rad kaputt. Ich bring dir mal einen neuen Laster, Moment. Das Problem ist, ich versuche. Da kommen Gegner. Ja, hat das Spiel gesehen. Warte, ich kümmere mich drum. Wo steht denn der? Hier. Ich bin tot. Fuck, du stehst natürlich genau daneben, ey. Der stand natürlich genau in der Nähe. Kannst du das gucken, wenn du mitmachen? Nee, ich komme, aber ich bin hier irgendwo mitten auf dem Flughafengelände gespawnt worden. Ah, scheiße. Ja, alles gut. Warte mal, ich habe gerade einen Moment Luft. Ich fress mal gerade kurz Zeugs. Du Drogenjunkie. Ja, irgendwie. Weil ich muss mich halt wieder direkt holen. Warte, nimm den LKW, der hier vorne steht, weil das macht es am einfachsten, den wieder zu manövrieren. Hast du den noch abgehängt? Ich muss ihn erstmal wieder richtig hinstellen, dann geht's los. Ja, das ist nicht das Problem.
Ja, fahr mir da drunter, du Vollpfosten. Komm. Ich helfe ihm gerade, Markus. Ja, warte. Weil der hier, der nebenan steht, der wollte noch da drunter, weißt du? So. Du sitzt da. Ja. Ist, glaube ich, einfacher jetzt mit einem frischen Fahrrad zu fahren, als jetzt da sich durchzumogeln, weißt du? Mhm. Du hast den Reifen nämlich in den kaputt gehabt, das war auch nicht so einfach. Och, Alter, fahr doch. Ich kann auch nicht überholen. Jetzt. Ernsthaft? Du schleichst den zurecht, wenn ich dich überhole, gibst du Gas? Oh, da ist er tot. Teilweise rappelst du die KI nur so ganz leicht an und sind tot. Entschuldigung. So. Noch 2 Kilometer. Aber keine Feinde. Ich hatte jetzt ein paar Feinde tatsächlich in den Autos erwartet hinter uns. Mhm. Aber scheinbar war da nicht viel los. Stimmt, die Mission, die kannte ich noch irgendwo her. Oh. Aber da hätte ich nicht mehr bremsen können. Aber fahr doch da weg. Stell dir mal vor, du fährst da mit dem Tanklaster und auf einmal kommt der Zug von links. Ja, aber so schnell wie die Schranken unten waren, geht das eigentlich noch nicht. Aber ich hätte eh nicht mehr bremsen können. Ich wäre da durchgerutscht. Mit der Geschwindigkeit. Das war auch gerade meine Angst. Ich dachte mir, oh, jetzt geht die Schranke runter, jetzt kommt der Zug gleich sofort. Aber ging noch, Gott sei Dank. So, zum Depot liefern. Zum Depot. Mhm. Eieiei. Du bist ja auch nicht gesund dann. Tja, ich fühle mich auch nicht gesund. Bist doch an der Einfahrt vorbeigefahren, ne? Ist mir egal. Ich lasse mir nichts vorschreiben hier. Dann passt das wieder. Ei. Will er nicht? Jetzt. Erledigt. So. 16.900. Und dann würde ich sagen, ja, ist Zeit für Feierabend. Jo. So. Noch Munition verkaufen. Dann ist durch für heute. Dann bist du durch für heute. Ja, ich auch. Ja, und dann machen wir morgen vielleicht weiter. Ja, mal gucken. Oder Samstag. Ja, wie auch immer.
bisschen mit Kohle im Einzaun und dann ist gut. Gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute.